Hallo, freue mich, dass ihr wieder mal reinschaut. Ich habe in den letzten Tagen die ersten paar hundert Kilo Emmer aus der Ernte 2018 bekommen. Wunderbares Getreide und es fällt auf, dass im Vorjahr, also aus der Ernte 2017, doch ein ziemlicher Unterschied besteht zu der Ernte jetzt aus 2018. Und das veranlasst mich, ein paar Worte mal dazu zu sagen. In der Ernährungsszene oder bei allen, die sich vermeintlich oder auch ernsthaft mit gesunder Ernährung befassen, wird immer ein unheimlicher Bohai um das Tierwohl gemacht, um ethische Bedenken und sowas alles. Menschen fangen dadurch an, sich extreme Ernährungsgewohnheiten auszusuchen und so weiter. Interessanterweise wird nie über die Ethik oder das Pflanzenwohl gesprochen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass Lebewesen wird eben nur auf tierisches Leben beschränkt, aber nicht auf pflanzliches. Und ich finde, das ist hier mit diesem Emmer ein wunderbares Beispiel dafür. Ihr werdet euch alle erinnern, wir haben verdammt harten, trockenen, langen Sommer gehabt. Und wenn man sich das Bild einmal anschaut, der Emmer aus der Ernte 2018 ist deutlich gelber als aus der Ernte 2017. Der Emmer selber ist ein Dukokkum, das heißt eine Getreidekreuzung, eine natürliche Kreuzung aus dem Durumweizen und dem Einkorn. Klassische Getreide des Altertums. Der Durumweizen, wer ihn mal gesehen hat, ist gelb. Dieses Gelb entsteht durch einen sekundären Pflanzenstoff, der sich Lignin nennt. Dieses Lignin bildet die Pflanze, um sich vor extremer Sonneneinstrahlung zu schützen. So wird die DNA vor möglichen Mutationen durch die UV-Strahlung bewahrt. Interessanterweise, das Lignin ist zum Beispiel auch bei uns sehr wichtig für die Retina, also Quatsch, für die Makula, also für die Netzhaut. Und unser Körper bildet dort eben diesen Stoff zwar nicht selber, kann ihn aber einbetten, damit unsere Netzhaut vor der UV-Strahlung geschützt wird. Wenn ihr euch jetzt mal die beiden Ernten anguckt, 17 und 18, der Emmer ist deutlich gelber als 2017. Er hat sich also sehr, sehr schnell an den extremen Sommer angepasst, hat mehr Lignin gebildet, um sich so besser vor der UV-Strahlung zu schützen. Dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie wandlungsfähig Pflanzen sind. Und der eine oder andere sollte das vielleicht mal als Anlass nehmen, darüber nachzudenken, dass auch Pflanzen hochkomplexe Lebewesen sind, die es gelernt haben, sich zum Beispiel gegen den Fraßfeind, vor allem den Menschen, zu schützen. Sie können sich gegen Umwelteinflüsse schützen. Also da steckt eine Menge mehr hinter, als einfach nur zu sagen, oh, Pflanzen kann man ja essen, Tiere lieber nicht. In diesem Sinne, guten Appetit.